Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Und heute habe ich ein wesentlich weniger schlechtes Gewissen als das letzte Mal, als ich in der kuriosen Situation war, ein Buch vorstellen zu sollen, das leider doch noch nicht erschienen war. Inzwischen ist es aber da und eignet sich auch als Mordwaffe, weil es nämlich nicht nur Hardcover, sondern auch Hardcore und 700 Seiten lang ist. So, jetzt aber zu ernsthafteren Dingen, nämlich zu Konservatismus. Unübersehbar ist der Begriff des Konservatismus zu einer politischen Angriffswaffe geworden. Sie schädigt recht verlässlich, wen sie trifft. Als Konservativer zu gelten, kommt in vielen Sozialräumen dem Ausschluss aus den Reihen der Klugen und Guten gleich. Ein Rechtskonservativer, gar ein strammer Konservativer zu heißen, rückt einen in die Nähe eines strammen Rechten. Ein solcher aber gilt als Latenznazi oder verhohlener Rassist. Und so gesehen ist ein Konservativer bestenfalls ein politisch Verirrter, der allenfalls dann passabel wird, wenn er sich zumindest als Liberalkonservativer, besser noch als Sozialkonservativer zu erkennen gibt. Trotzdem muss er sich für im Grunde mittig erklären und allem Rechten abschwören, wenn er nicht als fragwürdig gelten will. Und man täusche sich auch nicht über die geläufige Bekundung von Liberalen, Grünen und Sozialdemokraten. Konservative gehörten nun einmal zum legitimen Meinungsspektrum. Um des Pluralismus willen müsse es sie also wohl geben. Der Unterton klingt nämlich so. Zum Straßenverkehr gehören doch auch Unfälle. Zum Zechen gehören Räusche. Und zu einer freien Gesellschaft dann eben auch rückwärtsgewandte und vernagelte. Kein Wunder also, dass es sich recht unangenehm anfühlt, als Konservative nicht nur bezeichnet, sondern geradezu bloßgestellt zu werden. Und deshalb versuchen viele, der Schandkappe des Konservatismus zu entgehen. Und zu diesen Leuten gehören auch CDU-Vorsitzende. Angela Merkel ist, wie sie einmal sagte, nur ab und zu ein wenig konservativ, weil sie sonst ja eben ein wenig liberal oder auch sozial sein mag. Helmut Kohl vollzog ebenfalls keine geistig-moralische Wende unter der Flagge des Konservatismus. Und schon Adenauer hatte zumindest symbolischen Abstand von den Konservativen seiner Epoche gewahrt. Doch natürlich gibt es auch solche Zeitgenossen, die ihre oft trotzig wirkende Identifizierung mit dem so wenig populären Konservatismus bis zu sowohl uneingeforderten als auch volltönenden Bekenntnislust treibt. Sie legen sich dann den Konservatismus nicht selten wie einen Prunkmantel um, schauen aber oft nicht genau genug hin, ob das angelegte Gewand auch für das praktische politische Leben taugt. Und wenn in der AfD, zumal in deren rechteren Kreisen, ein Hoch auf den Konservatismus ausgebracht wird, dann fühlt man oft Zweifel, ob da wirklich gewusst wird, wofür genau eingestanden werden soll. Denn so unbestimmt der Inhalt von Konservatismus bei denen ist, die diesen Begriff als Herabsetzungsinstrument nutzen, so vage ist dieser Inhalt oft auch bei jenen, die ihn als Chiffre für politischen Realitätssinn nehmen. Und deshalb wird es ratsam sein, dass auch jene, die sich als irgendwie konservativ empfinden, dass auch diese gerade nicht eine solche Anstrengung des Begriffs scheuen, wie sie vor allem Linke mögen, die dabei aber auch nicht viel glücklicher werden als Sisyphus einst beim Wälzen des Steines. Denn in der Regel verbinden sich mit Konservatismus sehr nebelhafte Gefühle. Die einen empfinden Konservatismus als ein behagliches Verbleiben im Überkommenen, andere wittern ranzige Rückwärtsgewandtheit.
Manche denken beim Konservatismus an Stilllegen von Entwicklung oder an die Vorliebe für Abgestandenes und Eingewecktes, also für Konserven. Dazu verleitet ja auch die lateinische Wortwurzel des Begriffs. Konservatismus kommt nun einmal von conservare und es bedeutet eben aufrechterhalten, bewahren, unversehrt erhalten, ja sogar einen Übeltäter begnadigen. Und alte Leute, sagt man, werden ohnehin konservativ, weil sie Neues nicht mehr begreifen und für frische Luft zu gemütlichkeitsversessen sind. Gebildete wiederum kommen rasch mit der Geschichte. Sie sagen uns, Konservatismus entstand aus Abscheu über üble Nebenwirkungen der Französischen Revolution. Dabei richtete er der Konservatismus, der Entstehende, sich gegen Republik und Liberalismus, später auch noch völlig verbohrt gegen Parlamentarismus und Sozialdemokratie. Und eines Tages laufen Konservative dann eben doch den ihnen einst vorauseilenden Zeiten hinterher, werden also erst Liberalkonservative und sogar aufrichtige Demokraten. Zeigen solche Entwicklungen nicht, wie dumm Konservative sind, weil sie ja immer nur im Nachhinein dasjenige mögen, was politisch Klügere schon früher schätzten. Erkennt also nicht jeder klar und geschichtlich Denkende, Fortschritt ist gut und ist seit der Französischen Revolution links und gut. Konservatismus hingegen ist seither rechts und immer schon schlecht. Somit ist für Intellektuelle sowie für alle guten Menschen ganz klar, was man möglichst nicht zu sein hat und schon gar nicht als Vorsitzende der CDU. Dann gibt es allerdings auch noch den Konservatismus als Arroganz oder Bräsigkeit der Macht. Das haben wir noch nie gemacht. Da könnte ja ein jeder kommen. So klingt, wer sich in Machtstellungen eingehaust hat. Die Beweglichkeit eines Tankers für das Maß sinnvollen Wandels haltend, übersehen solche Leute leicht das Großwerden von Widersprüchen zwischen sozioökonomischer Basis und politischem Überbau und nicht minder so manchen Konflikt zwischen den im Land schon länger Lebenden und ihren Regenten. Gerne heucheln solche Präsigkeitskonservative einander zu, es wäre doch alles gut. Man wisse gar nicht, was man falsch gemacht habe. Und deshalb brauche es weder ein Umdenken noch irgendwelchen Protest gegen das System. Aber solche Filterblasen wechselseitigen Schönredens platzen immer wieder. Und das ist auch gut so. Im Übrigen konkurrieren in Diskursen um den Konservatismus Kampfbegriffe mit Selbstbeschreibungen, die auf politische Erwünschtheit und soziale Achtbarkeit ausgehen. Als Kampfbegriff verwendet man Konservatismus etwa anhand der Definition Konservatismus ist Rückwärtsgewandtheit. Hingegen nutzt man den Begriff des Konservatismus als auf politische Korrektheit ausgehende Selbstbeschreibung, wenn man betont, ja, wir sind wertkonservativ, aber doch nicht strukturkonservativ. Und weitere Definitionen von Konservatismus erfassen bisweilen nur, manchmal kritisch, manchmal affirmativ, historische Konservatismen. Den Konservatismus zu Zeiten von Burke oder de Maistre, den Konservatismus des späten 19. Jahrhunderts oder die von Armin Mohler umrissene konservative Revolution der Weimarer Zeit. Und wieder andere Diskursteilnehmer verwenden Konservatismus klinisch rein aufs Etymologische reduziert, als einen reinen Funktionsbegriff. Konservativ ist, wer etwas bewahren will oder am Bestehenden hängt. Waren aber Brezhnev und Honecker wirklich Konservative? Am besten trifft jenen Sachverhalt, um den es beim zu allen Zeiten auftretenden Konservatismus geht, wohl die folgende Doppelformel. Einesteils ist Konservatismus
jenes besondere Verhältnis zur Wirklichkeit, bei dem sich stets das behauptete bessere Neue zu rechtfertigen hat, nicht aber das schon bewährte Bestehende. Und andernteils unterscheidet den Konservativen vom Reaktionär die Einsicht, dass es immer wieder Reformen am Hergebrachten braucht, mitunter auch ganz Neues, falls nämlich in einer sich wandelnden Wirklichkeit das bislang Bewährte weiterhin verlässlich bestehen soll. Zugespitzt, der Reaktionär blockt allen Wandel ab. Der Konservative hingegen ist ein vorsichtiger Reformer. Und erfolgreiche Reformer, auch wenn sie einst Revolutionäre waren, neigen meist bald zur Verteidigung dessen, was dank ihres Einsatzes fortan besteht. Und ans Bestehende passen sich dann auch die einstigen Gegner an. Und gerade so entstand einst der Liberalkonservatismus aus dem antiliberalen Urkonservatismus. Und so wurde die ehedem antikonservative Sozialdemokratie eben sozialkonservativ. Quasi hegelianisch lässt sich dann formulieren, quasi hegelianisch, und jetzt kommt was ganz Feierliches. Konservatismus ist eine dialektische Haltung, in der man angesichts einer Antithese gleich schon zur nächsten Synthese vorausdenkt. Und weil mir die Formel so gefällt, wiederhole ich sie noch einmal zum Mitdenken. Konservatismus ist eine dialektische Haltung, in der man angesichts einer Antithese gleich schon zur nächsten Synthese vorausdenkt. Das war nun freilich ein Parforce-Ritt durch unser Themengebiet. Ihm müssen nun etwas ausführlichere Erkundungen des Diskursgeländes folgen. Um am Schluss zu sehen, was am Konservatismus überzeitlich so ist, wie es ist, und was von all dem in der heutigen Zeit genau was meint und sich in praktische Politik umsetzen lässt. Beginnen wir diese ausführlicheren Erkundungen mit Seitenblicken auf drei Dinge, die mit dem Konservatismus oft gleichgesetzt werden oder ihm zumindest zugeschrieben werden. Erstens, was hat Konservativsein mit Rechtssein zu tun? Das hängt ganz vom verwendeten Konservatismusbegriff ab. In der politischen Alltagssprache wirkt jedenfalls bis heute der reine Zufall nach, dass 1789 in Frankreichs Nationalversammlung die Anhänger der alten Ordnung zur Rechten des Präsidenten saßen, die Revolutionäre aber links. Und so blieb es in den theaterartig aufgebauten europäischen Parlamenten bis heute. Sitzen aber Konservative da wirklich nur auf der rechten Seite? Kann man denn nicht auch linke, einst in Revolutionen errungene Zustände bewahren wollen? Etwa die Demokratie und den Sozialstaat. Und wie konservativ ist es wohl, ein etabliertes Parteiensystem beseitigen oder ein ganzes politisches System durch eine Alternative ersetzen zu wollen? Im Grunde zeugt die Verbindung von konservativ mit rechts nur von einer sehr unziemlichen Gedankenlosigkeit dessen, der eine solche Verbindung vornimmt. Zweitens, was ist rechtsextrem? Und was hat eigentlich Rechtsextremismus mit Konservatismus zu tun? Extremismus ist der aktive Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Diese umfasst mindestens die folgenden Elemente und somit kann man auch klar sehen, was gegen die freiheitliche Grundordnung gerichtet ist. Und das ist beileibe kein hohler, leerer Begriff, in den jeder hineindeutet, was er will. Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung gehören die Achtung der Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung samt Demokratie, das Mehrparteienprinzip,
samt der Chancengleichheit aller Parteien, auch von unerwünschten Parteien. Und obendrein, ganz wichtig, das Recht auf Opposition. Je nachdem, wie man nun halbwegs sachgerecht jene Motive bezeichnen kann, aus denen so manche sich zum Kampf gegen die doch offenbar guten Verfassungsprinzipien versteigt, liegen im Einzelfall Rechtsextremismus, Linksextremismus, religiöser Extremismus oder ein gleich wie anders zu benennender Extremismus vor. Weil heute aber Deutschlands als konservativ geltende Politiker und Parteien die freiheitliche demokratische Grundordnung nicht nur schätzen, sondern weil eben diese Parteien den die freiheitliche demokratische Grundordnung verwirklichenden Staat ganz wesentlich mit aufgebaut haben und bis heute tragen, hat der derzeitige, gerade auf die Bewahrung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgehende Konservatismus nicht das Allermindeste mit Extremismus zu tun. Nur wer gedankenlos rechts mit konservativ gleichsetzt, konservativ aber geschichtsblind mit dem Wesen nach vordemokratisch oder mit von Natur aus antidemokratisch, der kann eine stets beschreitbare Brücke zwischen dem heutigen Konservatismus und heutigem Extremismus imaginieren. Und drittens, wie hängen Konservatismus und Christentum zusammen? CDU und CSU, zwei besonders oft mit dem Konservatismus zusammengedachte Parteien, bekunden bereits in ihren Parteinamen, mancherlei Ideen des Christentums in die Politik einbringen zu wollen. Doch wer das als ein Konservativer unternimmt, der muss das Christentum erst einmal um seine revolutionäre Dimension verkürzen und den christlichen Glauben zur volkskirchlichen Gewohnheit abschleifen. Ganz recht hatte aber schon der frühchristliche Theologe Tertullian, als er betonte, Christus hat sich nicht die Gewohnheit genannt, sondern die Wahrheit. Und damit seine Anhänger auf eine kritische Distanz zu aller bloßen Tradition verpflichtet. Eine solche im Kern stets Status quo kritische und in der Konsequenz viele bestehende Verhältnisse für schlecht erklärende Attraktivität des Christentums spürt man in unseren Jahren immer dann, wenn die Kirchen von der Christenpflicht zur Option für die Armen sprechen und wenn sie das auch noch in die Forderung ummünzen, Deutschland habe, da Reich, grenzenlos alle Zuwanderungswilligen aus sämtlichen Kriegs- und Armutsgebieten der Erde aufzunehmen, denn genau das gebietet die christliche Nächstenliebe alternativlos. Sie haben sogar recht. Und genau deshalb tun Konservative gut daran, sofern sie noch die Bibel kennen, im Neuen Testament auf Matthäus Kapitel 22, Vers 21 zu verweisen. Jesus sagt dort, man müsse zwar Gott geben, was Gottes sei, doch eben auch dem Kaiser, was des Kaisers wäre. Und das meint auf modernes Deutsch übersetzt, die Politik ist, anders als im traditionellen Islam, gerade nicht zu reduzieren auf die Anwendung religiöser Vorschriften in weltlichen Zusammenhängen. Vielmehr hat die Politik, auch ganz Gott gewollt, einen eigenen Zuständigkeitsbereich des Gestaltens samt eigener Funktionslogik. Das ebenso schlichte wie schwierige Kernanliegen von Politik ist nämlich, wie etwa Machiavelli und Thomas Hobbes so eindringlich vor Augen führten, das Kernanliegen von Politik ist nichts anderes als die Errichtung, Festigung und Sicherung gesellschaftlicher Ordnung durch ein stabiles politisches Institutionengefüge. Auf Italienisch heißt diese feste Ordnung lo Stato, auf Deutsch heißt dieses Institutionengefüge der Staat.
Konservativen liegt genau deshalb so viel am Staat und am Handeln gemäß seiner Raison. Und deswegen beherzigen gerade christliche Konservative eben doch besser die Einsicht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 36, wonach das Reich Gottes eben nicht von dieser Welt ist. Also müssen gerade Parteien, die das Christentum im Namen tragen, sich auf einen sehr herausfordernden Spagat einlassen. Denn in der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5 bis 7, dort zeigt sich die tatsächlich alle Gewohnheiten umstürzende Kraft der Lehre Jesu, auf die sich Deutschlands C-Parteien immerhin mit der blassen Formel vom christlichen Menschenbild einlassen. Aber Politik gemäß der Bergpredigt kann eben nur ein Revolutionär machen. Keineswegs aber jemand, der die Stabilität der jeweiligen Civitas Terrena, wie Augustinus unsere Welt der Unteren im Unterschied zur Stadt Gottes oben genannt hat. Also Politik gemäß der Bergpredigt kann keineswegs jemand machen, der die Stabilität der jeweiligen Civitas Terrena zumindest so lange aufrechterhalten will, wie sie sich bei der Sicherung halbwegs guter Ordnung unter oft ziemlich üblen Menschen bewährt. Und deshalb muss es auch nicht wundern, dass es Konservatismus längst gab, bevor das Christentum in der Geschichte erschien. Konservatismus und Christentum gehören allenfalls dank geschichtlicher Kontingenz, also Zufälligkeit und Pfadabhängigkeit. Entscheidungen von gestern prägen das, was ich heute und morgen machen kann. Ich beginne den Satz noch einmal. Christentum und Konservatismus hängen allenfalls dank geschichtlicher Kontingenz und Pfadabhängigkeit zusammen, sind aber keineswegs wesensverwandt. Die niedere und hohe Geistlichkeit von Deutschlands christlichen Kirchen lässt ja gerade das die C-Parteien fast jeden Sonntag wissen. Tatsächlich entstand Konservatismus zu allen uns bekannten Zeiten immer wieder als eine abwehrende Reaktion auf solche Neuerungen, von denen man eine Abkehr vom Bewährten oder den Aufbruch in allzu unsichere Gefilde befürchtete. Schon die römisch-republikanische Abneigung gegen eine bloße Rerum novarum cupido, also gegen die geschichtsvergessene Neuerungssucht jeweils neuer Generationen, schon das ist ein authentischer Ausdruck der Grundhaltung eines Konservativen. Und spiegelbildlich drückte sich die gleiche Haltung aus in der bis weit in die römische Kaiserzeit reichende Hochschätzung des Mos Maiorum, also im sich aneignen und im redlichen Befolgen der so erfolgreich handlungsanleitenden Sitten der Vorfahren. Und am Fall des alten Ägypten wird dasselbe Grundgefühl fassbar im Prinzip der Ma'at. Das heißt, der gleichgewichtigten Achtung von Gerechtigkeit und Wahrheit bei einer Lebens- und Staatsführung, welche die Weltordnung weiterhin sichert und ihr Funktionieren bewahrt. Vergeht man sich dagegen bei Politik, Rechtsprechung, Lebensführung und Kulthandlungen, dann droht Isfet, nämlich der Zerfall von Ordnung und von soziokultureller Harmonie. Also genau das, was Konservative am allerwenigsten mögen. In dieser langen Perspektive erkennt man als Kern von Konservatismus eine teils pragmatische, teils grundsätzliche Skepsis gegenüber sozusagen nur ausgedachten Gestaltungsmöglichkeiten kultureller, gesellschaftlicher und politischer Wirklichkeit. Ebenso die Ablehnung rein erfundener Veränderungsnotwendigkeiten. Nicht selten war und ist eine solche konservative Haltung sogar das Ergebnis einer Desillusionierung angesichts unerwarteter Folgen zunächst durchaus begrüßter Neuerungen. Fortschritt empfindet man dann als den bedauerlicherweise unternommenen Schritt fort vom eigentlich gar nicht so schlechten,
das man besser hätte bewahren sollen. Und auf genau diese Weise hängt bis heute in freilich sehr verwickelten Wirkungsketten auch die Lebenserfahrung von Erwachsenen recht stark mit Konservatismus zusammen und die ideenbegeisterte Jugendzeit mit dem Habitus von Fortschrittlichkeit. Besonders folgenreich ist außerdem, dass Konservatismus und Fortschrittlichkeit, sofern sie nicht reflexiv dialektisch aufeinander bezogen sind, dass sie wegen der ihnen innewohnenden Denk- und Antriebsstrukturen sehr leicht und sehr weit auseinanderstreben. Eine fortschrittliche Haltung rankt sich nämlich meist um zündende Ideen, mitunter um eine ganze Weltanschauung. Und sie beruht auf dem stolzen Glauben, mit Vernunftgründern könne man die Richtigkeit oder zumindest Überlegenheit der eigenen Position überzeugend darlegen. Das macht dann Theoriearbeit zur Quelle intellektueller Freuden und untersetzt politisches Handeln mit Siegeszuversicht. Konservatismus ist hingegen oft kaum anderes als die präreflexive Bekundung von Zufriedenheit mit den bestehenden Zuständen sowie die Ablehnung ihrer Veränderung. Das freilich schafft angesichts von Wandel Verlustängste, wappnet nicht für Argumentationsgefechte, macht Intellektuelle suspekt und jede Avantgarde verdächtig. Zur Grundhaltung des Konservativen wird dann die Defensive. Und zu jener des Fortschrittlichen die Offensive. Und mit dem Schwung der Offensive siegt es sich natürlich leichter. Ganz gleich, ob in Talkshows, bei Wahlen oder beim Ringen zwischen Revolution und Konterrevolution. Schnell erweist sich obendrein, dass beim Konservatismus eben doch mehr mitschwingt als der Wunsch nach Bewahrung dessen, was man eben schätzt. Fühlt denn nicht ein Grüner, dass er durchaus kein Konservativer ist, schon gar kein Konservativer sein will, selbst wenn sein Trachten klar danach geht, ja keine genveränderten Pflanzen zuzulassen, das Erdklima stabil zu halten, keine Art mehr aussterben zu sehen und nur rückholbare Technik zu erlaubern, was alles ganz gewiss den Tatbestand des Konservatismus erfüllt. Und wie könnte umgekehrt jemand hierzulande ein Konservativer sein, wenn er an die Stelle jener schon länger im Land bestehenden Kultur, um ein schlimmes mit D beginnendes Wort zu vermeiden, jener Kultur, die so oft als entwertet oder als gar nicht wirklich fassbar hingestellt wird, wenn an deren Stelle eine multikulturelle Gesellschaft setzen will? Oder wie könnte jemand ein Konservativer sein oder sich als solcher fühlen, wenn er die, im Übrigen ganz im Wortsinn, von Natur aus zu uns Wirbeltieren gehörende Geschlechterdifferenz samt wechselseitiger Anziehung von männlichen und weiblichen Lebewesen für eine ganz beliebige sexuelle Option halten will? Und wer möchte sich wohl konservativ nennen lassen, wenn er die Errungenschaften der Arbeiterbewegung mit dem Stimmzettel oder gar gewaltsam verteidigt, also sich in den Kampf begibt gegen Reaktion oder Neoliberalismus? Was also macht es aus, ein Konservativer nicht nur von außen besehen zu sein, sondern sich als Konservativer auch zu fühlen? Diesbezüglich bestehen Subjektiv-Konservative meistens darauf, dass Konservatismus letztlich eben doch das Festhalten an ganz bestimmten und eben nicht jedweden Inhalten wäre. Also könne ein richtiger Konservativer sogar zum echten Revolutionär werden, falls nämlich jene Inhalte, für die er steht, lange Zeit der öffentlichen Anerkennung entzogen, ihrer Prägekraft beraubt waren, sich jetzt aber Chancen auf deren neuerliche Inkraftsetzung zeigen, die sich genau dann nutzen ließen, wenn man sich aktiv in den Dienst dieser Chancen stellt.
Konservatismus wird dann sogar zur proaktiven Alternative bestehender Zustände. Und an entsprechenden handlungsprägenden Inhalten führen Konservative dann meistens drei an. Das Akzeptieren eines größeren Ordnungszusammenhangs, in den der einzelne Akteur eingefügt ist und den er oder sie mitzutragen hat. Sodann das Festhalten am Gestaltungsprinzip der Hierarchie, welches Ordnungsstrukturen sowohl hier und jetzt verbürgt, als auch der Zukunft aufzuprägen erlaubt. Und sodann, drittens, bereitwilliges Lernen aus Erfahrungen, die einem, selbst widerwillen, die jeweils unverfügbaren Ordnungszusammenhänge und Hierarchien vor Augen führen. Das im Blick erweisen sich die Französische Revolution sowie die zuvor schon von der Aufklärung angestoßene Säkularisierung als gewaltige Provokationen, die systematisch als Konservatismus auszuformulieren veranlassten, was zuvor nur ein sich auf amorphe Weise ausdrückendes Grundgefühl eingepassten Lebens und angepasster Daseinsbewältigung war. Und tatsächlich entstand die ins Heute reichende Entwicklungslinie des Konservatismus genau in den Positionsnamen zur Französischen Revolution. Wer sich gegen deren Ideen, Praxen und Folgen stellte, wie Burke in England oder Chateaubriand in Frankreich, der verstand sich nicht selten als Befürworter, zumindest von tragenden Prinzipien und bewährten Strukturen jener Gesellschafts- und Staatsordnung, welche dieser Revolution vorausging. Zum Gegner hatte man deshalb die Progressisten, die Verächter der Tradition, die Parteigänger bloßer Ideen, die von rein ausgedachten Prinzipien zu risikoreichen Gesellschaftsexperimenten verleiteten Utopisten und Revoluzzer. Und also befehdeten Konservative damals die Anhänger von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, später die Befürworter von Republik, Demokratie und Frauenwahlrecht. Und zur Pointe wurde, dass die damaligen Konservativen gegen viele Ideen kämpften, deren Verwirklichung den heutigen Konservativen ganz selbstverständlich und auch lieb ist. Bei europäischen Konservativen geht außerdem oft der selbstvergewissernde Blick bis ins Mittelalter zurück. Aufrecht zu erhalten gilt es dann jenes christliche Abendland, das aus den barbarischen Jahrhunderten seit der Völkerwanderung hervorging, das sich in der Renaissance seine säkularen antiken Wurzeln neu erschloss und das über das Aufkommen von empirischer Wissenschaft, Aufklärung und industrieller Revolution zur zeitweiligen globalen Vormacht aufstieg. In genau diesem lateinischen Europa prägte dann das auf den vorhin beschriebenen Dualismus von weltlichem und geistlichem gegründete Christentum unsere Staatlichkeit so tiefgreifend, dass bis zum Aufkommen von Säkularismus und Laizismus die im Okzident stets prekäre Spannungsbalance zwischen Religion und Politik wie eine selbstverständliche Synthese empfunden wurde. Nicht aber als ein grundsätzlicher und allenfalls zeitweise in ein prekäres Gleichgewicht gebrachter Widerstreit der Eigenlogiken von Politik und Religion. Aber ziemlich anders fühlte sich das Christentum ja seit jeher etwa für konservative Chinesen an, deren auch unter kommunistischer Gewandung weiterwirkende konfuzianische Zivilreligion ist ganz einer säkularen harmonischen Stabilität verpflichtet, die jeder Glaubensgemeinschaft von vornherein enge Gestaltungsgrenzen setzt. Und zum Staatsverständnis traditioneller Muslime steht der europäisch-christliche Dualismus von Religion und Politik
aus ganz dem gegenteiligen Grund quer. Gottes Gebote reichen aus, um Frieden und gutes Leben zu gewährleisten. Lediglich von genau der europäischen Tradition geprägte Konservative fanden sich im Sozial- und Denkraum des christlichen Dualismus bestens zurecht und fühlten sich gerade seiner Bewahrung verpflichtet. Also gilt solchen Konservativen das Schrumpfen christlicher Religiosität als eine wirkliche Gefahr für das soziokulturell sowie institutionell Erreichte. Und das wiederum legt die intensive Empfindung nahe, wenigstens das kulturelle Erbe des Christentums müsse man verteidigen, wenn schon der es einst schaffende Glaube am Erlöschen wäre. Im Grunde verstehen sich viele europäische Konservative als modernitätsskeptische Kulturchristen. Von dieser Warte aus liegt der Gedanke nicht wirklich nahe. Es könne auch muslimische, konfuzianische oder schlicht atheistische Konservative geben, mit denen sich, nach Einklammerung von Religionsfragen, wohl durchaus ein gemeinsamer Nenner finden ließe. Wo aber nach einem gemeinsamen Nenner aller Konservatismen gerade nicht gesucht wird, dort entpuppt sich Konservatismus als eine rein abendländische Geisteshaltung und als eine bloß europäische Politiktradition. Doch mit dem heutigen Wegfall jener Frontstellungen, die einst seine Entfaltung in Europa prägten, nämlich Freiheitliche Republik gegen Obrigkeitsstaat, Aufklärung und Wissenschaft gegen Religion, mit dem Wegfall dieser Frontstellungen wird ein solcher Konservatismus gleichsam zur Antwort ohne Frage, zum Habitus ohne ein haltungsverlangendes Problem. Und tatsächlich ist es ganz unzureichend, Konservatismus allein aus dem europäischen Gewahrwerden der oben drei genannten Kernelemente konservativen Denkens zu verstehen, dem Akzeptieren eines größeren Ordnungszusammenhangs, dem Festhalten am Wert von Hierarchien, dem Lernen eher aus Erfahrungen als aus Ideen. Als jener größere Ordnungszusammenhang, in den ein Konservativer alles Handeln einbetten will, braucht er nicht allein der vom Christentum geglaubte göttliche Heilsplan für die Welt zu dienen, sondern dieser größere Ordnungsrahmen kann sehr wohl auch, wie etwa im Daoismus, die Ordnung der Natur selbst sein. Als ordnungssichernde Hierarchie wiederum muss man sich nicht allein die Hierarchie, die institutionelle Hierarchie des europäischen Staates oder der christlichen Kirchen vorstellen und wünschen. Vielmehr kann Hierarchie auch aus den konfuzianischen Unterordnungslehren des Jüngeren unter den Älteren abgeleitet werden, auch des Schülers unter den Lehrer. Und hierarchisches Denken kann sich erst recht aus der islamischen Vorstellung ergeben, Gott habe über das Wort und die Praxis seines Propheten der Welt doch ein für alle Mal gezeigt, in welchen Über- und Unterordnungsstrukturen das Haus des Friedens zu sichern sei. Und obendrein kann das, was mit Lernen aus Erfahrung gemeint ist, den Horizont des historischen, den Horizont der historischen Denker des europäischen Konservatismus weit übersteigern und sich insbesondere am universellen Algorithmus der Evolution orientieren, die nämlich zeigt, Wandel ist im Generationenwechsel ganz natürlich. Nur Wandel bringt die immer neu entstehenden Spannungen zwischen Systemen und ihren Umwelten in dynamische Fließgleichgewichte. Aber Wandel vollzieht sich eben nicht unter willkürlich zu schaffenden Umständen und auch nie in beliebiger Gestaltungstiefe und auch nie in beliebiger Richtung, sondern Evolution bewahrt sogar über Hunderte von Millionen von Jahren gerade das, was sich weiterhin bewährt. Wie bei unserer Spezies, den Wirbeltieren, die Wirbelsäule. Aus diesem evolutionären Blickwinkel unterscheiden sich Konservative und Fortschrittliche dann nicht so sehr in ihren jeweiligen Inhalten,
als vielmehr daran, wie umsichtig Sie beim neuernden politischen Handeln mit den von Ihnen jeweils wertgeschätzten Inhalten umgehen. Und damit ist klar, für mich und hoffentlich für Sie auch, damit ist klar, welche Konstanten des Konservatismus sich überzeitlich und interkulturell erkennen lassen. Und auf denen muss natürlich ein zukunftsträchtiges Konservatismuskonzept aufbauen, weil nicht anzunehmen ist, dass genau zu unserer Zeit plötzlich eine völlig neue Epoche der Weltgeschichte mit ganz anderen Wirkungszusammenhängen entsteht. Also ist die abschließend zu beantwortende Themenfrage nun vorzunehmen: Was kann Konservatismus hier und heute meinen, und zwar in politisch höchst konkreter Weise? Einerseits kann man den Konservatismus als eine Methode ansehen, als eine Methode, mit der auf neue Herausforderungen reagiert wird, und zwar stets mit Blick auf natürlich bewährte Ordnungsstrukturen, auf funktionierende Hierarchien und auf bereitwilliges Erfahrungslernen. Diesbezüglich brächte es gerade heutigen Konservativen beim Debattieren mit ihren Gegnern so manchen Platz- und Raumgewinn, wenn sie sich, wie einst Helmut Schmidt, die von Karl Popper seit den 1940er Jahren entfaltete Sozialtheorie des kritischen Rationalismus aneigneten. Bei diesem epochemachenden Intellektuellen ging die Vorliebe für kühne Vermutungen stets Hand in Hand mit dem Lernen aus strengen Widerlegungsversuchen des Vermuteten. Gestützt auf Poppers wuchtige Argumente können heutige Konservative selbstbewusst vortragen, dass die zentrale Methode einer nachhaltig das Errungene bewahrenden Politik und somit das wichtigste Werkzeug konservativen Gestaltens die bereitwillige Praxis eines Lernens aus vorsichtigen Reformversuchen und aus gründlich ausgewerteten Reformirrtümern ist, beides geleitet von der Bereitschaft, sich durch konkrete Reformerfahrungen viel gründlicher belehren zu lassen als durch noch so treffliche theoretische Argumente über Reformmodalitäten und Reformnotwendigkeiten. Und in genau diesem Horizont ließe sich auch besonders leicht die Leitidee des Konservatismus attraktiv machen, nämlich die, so Goethe einst im ersten seiner Urworte Orphisch, die Hege und Pflege einer, jetzt kommt Goethe, die Hege und Pflege einer geprägten Form, die lebend sich entwickelt. Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Liebe zu bewährten Traditionen, sich weiterhin bewährenden Traditionen, Respekt vor den sie tragenden Werten, der Blick stets auch zurück in die belehrende Geschichte des Gegenwärtigen und nicht nur ins erhofft Zukünftige nach vorn. Das alles passt bei einer solchen Haltung bestens zum Versuch, Überkommenes und Übernommenes durch Weiterentwicklung auch für neue Generationen und Zeiten nutzbar, hilfreich und liebenswert zu machen. Konservativ fortschrittlich nannten sich deshalb nicht wenige Konservative schon im 19. Jahrhundert. Andererseits braucht Politik schon auch viel mehr als nur eine Methode, wenn sie, was Aristoteles einst als ihr Ziel vorgab, den Leuten ein gutes Leben ermöglichen will. Politik braucht genau dafür taugliche Inhalte, die es dann auch allerdings methodisch ins Werk zu setzen gilt. Und eben diese tauglichen Inhalte lassen sich entlang des folgenden Begriffsdreiecks angeben. Und an diesem Begriffsdreieck tritt klar vor Augen, wofür heutiger Konservatismus sinnvollerweise stehen sollte. An der linken Spitze dieses Dreiecks steht gerechte Ordnung. Einesteils geht es hier um Recht und Ordnung, also um die zentralen Elemente jenes stabilen Zustands gesellschaftlicher Verhältnisse, die man in der italienischen Renaissance lo Stato nannte,
und die von jenem Institutionengefüge gesichert werden, das man auf Deutsch den Staat nennt. Doch es geht bei gerechter Ordnung nicht einfach um irgendeine machtgestützte Ordnung. So wertvoll jegliche Ordnung angesichts der stets drohenden Gefahr von Bürgerkrieg und Staatszerfall auch sein mag. Denn Recht und Ordnung werden nur dann auf Dauer bestehen, wenn sie als gerecht empfunden werden. Dazu aber trägt am verlässlichsten bei, dass Recht und Ordnung so wie in einem konkreten Staat verwirklicht, auch tatsächlich gerecht sind und nicht nur manipulativ als gerecht hingestellt werden. Zwar kann man sich darüber, was Gerechtigkeit wohl ist und verlangt, endlos streiten. Doch dem Seemann reicht es ja auch, sich an mehreren Gestirnen einfach zu orientieren, statt den Versuch zu unternehmen, zu einem bestimmten Himmelskörper aufzufahren. Im Grunde erzwingt also der Streit darüber, was auch hier und jetzt gerecht wäre, genau jenes Lernen, das den Sinn für bislang verkannte Ungerechtigkeiten schärft und auf deren je zeitspezifische Linderung oder Beseitigung hintreibt. Jedenfalls ist Konservatismus nur beim Aufrechterhalten einer zumindest halbwegs gerechten Ordnung eine wirklich stimmige Haltung. Und deshalb ist das Verlangen nach Gerechtigkeit beileibe keine linke oder utopistische fixe Idee, über die sich ein Konservativer besserwisserisch mokieren dürfte. An der Spitze jenes Dreiecks oder, je nach dessen Ausrichtung, auch an seiner Basis steht Nachhaltigkeit oder in leicht anderer Betrachtungsweise aufrecht erhaltbare Entwicklung. Das ist gleichsam der konservativste aller Wünsche eines Konservativen. Es sollen nämlich dem, was besteht und bewährt ist und sich gleichwohl weiterentwickelt, keinesfalls die es tragenden Grundlagen zerstört werden. Und schon gar nicht durch unerwartete, üble Nebenwirkungen gut gemeinter Reformen. Konkret geht es hier um demografische Nachhaltigkeit, um fiskalische Nachhaltigkeit, um energetische Nachhaltigkeit, um ökologische Nachhaltigkeit, um kulturelle Nachhaltigkeit. Das alles wird konkret auf sämtlichen Politikfeldern, die ein moderner Staat zu bestellen hat. Politischer Konservatismus darf deshalb niemals einer bloß aufgesetzten Maske gleichen, sondern er muss alles entwerfen und aushandeln und umsetzen, von politischen Konzepten prägen. In diesem Sinn ist Konservatismus keine bloße Idee oder eine abstrakte Haltung, die als solche attraktiv sein könnte. Vielmehr erwirbt sich Konservatismus Respekt und Bindekraft vor allem durch konkretes Regieren. Durch konkretes Regieren, das möglichst nur solche Entwicklungen zulässt, die sich auch aufrechterhalten lassen. Gleich ob bei der Globalisierung, der Liberalisierung oder der Einwanderung in ein Land. Und an der rechten Spitze jenes Begriffsdreiecks steht Patriotismus. Dieser Begriff kommt vom lateinischen Wort patria, er bezeichnet das Vaterland, die Heimat. Dort wächst man auf, dort schlägt man Wurzeln, dort fühlt man sich zugehörig oder dort zog man einst hin, schlug dann Wurzeln, fühlt sich seither zugehörig. Wer nun eine solche Patria besitzt, der möchte dort auch meist ein gutes Gemeinwesen bestehen sehen. Und nicht selten will er oder sie auch selbst zu dessen Gedeihen beitragen. Genau eine solche Bereitschaft sowie die aus ihr folgende gemeinsinnige Tätigkeit meint der Begriff des Patriotismus. Anders formuliert, das, was uns wirklich
und gerade bei großen Zerrkräften zusammenhalten kann, ist nichts anderes als Patriotismus. Auch jeder Einwanderer kann im Übrigen zum Patrioten seines neuen Landes werden. Denn beim Patriotismus kommt es offensichtlich gar nicht auf die Herkunft von Leuten an, sondern ausschließlich und allein auf deren Zusammenwirken beim Dienst an einer gemeinsamen Zukunft. Heutige Konservative denken oft gerade so und haben allenfalls Schwierigkeiten mit der Hinnahme der Tatsache, dass Deutschland wegen zu wenig eigener Kinder zu einem Einwanderungsland werden musste, sowie damit, ihre patriotische Haltung in einer Weise zu formulieren, die sie nicht zur Zielscheibe lustvoller Attacken seitens von Grünen und Linken macht. Jedenfalls haben Konservative viel weniger Vorbehalt als Progressive aus der grünen oder linken Konfession, Patrioten nicht nur zu sein, sondern sich auch so zu nennen. Und in der Regel werden Konservative auch die folgenden Inhalte eines zeitgemäßen aufgeklärten deutschen Patriotismus teilen. Erstens geht es um einen auf unsere freiheitliche demokratische Grundordnung bezogenen Verfassungspatriotismus. Zweitens wird deutscher Patriotismus konkret im politischen Handeln und Sprechen aus einem Gesamtverständnis der deutschen Geschichte und Kultur heraus, das wesentlich mehr als die 12 Jahre des deutschen Faschismus und die daraus zu ziehenden Lehren umfasst. Drittens gehört zum Patriotismus der Deutschen die Verbundenheit mit ihrer jeweiligen Heimatregion, die innere Bindung an deren Mundart, Landschaft und Bräuche, was unter den Einwanderern auf lange Zeit deren innere Bindung an ihre Heimatländer einschließen wird. Und viertens äußert sich Patriotismus in einer nicht nur tatkräftig ins Werk gesetzten, sondern immer wieder auch in ganz selbstverständlicher Weise bekundeten Zuneigung zum eigenen Land und zu dessen Leuten. Zu Deutschlands Kultur und zu den Geltungsansprüchen dieses Landes als einer großen, freiheitlichen, demokratischen und friedliebenden Nation. Gerechte Ordnung, Nachhaltigkeit und Patriotismus. Das alles zusammen macht einen gegenwärts angemessenen und zukunftsträchtigen Konservatismus heute aus, nämlich im Zeitalter von neuen Verteilungskonflikten, angesichts des Wachstums unserer Spezies an die Grenzen der ökologischen Tragfähigkeit unseres Planeten, sowie unter den gewaltigen Herausforderungen von Migration und Integration. Genau einen solchen Konservatismus sollten also wir, die wir konzeptuell begleitend oder praktisch handelnd mit Deutschlands Politik befasst sind, genau einen solchen Konservatismus sollten wir nun entlang unserer jeweiligen Fähigkeiten oder Zuständigkeiten auf ganz konkretes Gestalten hin ausbuchstabieren. Und wer das dann mit kluger Einsicht und mit praktischer Umsicht tut, der muss sich dann zu keiner Zeit mehr peinlich getroffen fühlen, wenn ihn ein anderer einen Konservativen nennt. Er steht nämlich, ohne Bewährtes zu vernachlässigen, schlicht an der Spitze derer, die auf wirklich bessere oder wenigstens weiterhin gute Zustände hinarbeiten. Und obendrein wird er oft mit Genugtuung erleben, wie beim Angriff auf das argumentative Dreiecksbollwerk von gerechter Ordnung, Nachhaltigkeit und Patriotismus seine politischen Gegner scheitern. Schade ist nur, dass sich auch die Sieger in solchen geistespolitischen Kämpfen so oft dafür schämen, als genau das benannt zu werden, was sie eben sind, nämlich ganz zeitgemäße Konservative. Und damit bin ich endlich am Ende und Sie sind dran. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Lieber Professor Patzelt, vielen Dank für Ihren Vortrag. Und damit, meine Damen und Herren, sind Sie aufgerufen, Fragen zu stellen. Das Plenum ist hiermit eröffnet. Und ich sehe noch keine Fragen. Totgeredet. Ja, naja, nicht alle. Ja, da gäbe es jetzt sicher viele verschiedene Themen zu besprechen. Und man merkt, dass Sie das sehr empirisch angehen, auch durch Ihre Herkunft als empirisch arbeitender Wissenschaftler, was sehr viele Vorzüge hat. Ich würde trotzdem gerne ein bisschen in die Theorie ausgreifen und da wiederum dann doch eine recht konkrete Frage stellen. Wie utopistisch darf denn ein Konservativer in Ihrem Sinne sein? Also ich für meinen Teil würde sagen, das steht sich radikal gegenüber, aber vielleicht sehen Sie das anders. Also, ich würde sagen, die schönste Utopie ist die einer sozialen Wirklichkeit, die geordnet ist, sich wandelt und im Wandel geordnet bleibt. Das kommt in der Welt, wie sie ist, ziemlich selten vor. Insofern behaupte ich, dass Konservatismus eine sehr utopistische Haltung ist. Und bessere Utopien als die, dass man immer auf die Verbesserung der bestehenden Zustände ausgeht, dass man lernwillig ist und bei all den notwendigen Reformen darauf achtet, das Erreichte nicht zu gefährden, eine bessere Utopie wüsste ich nicht anzubieten. Denn das Fatale an vielen gut klingenden Utopien ist, dass sie das Paradies auf Erden versprechen und für einige Generationen die Hölle erzeugt haben. Und da lobe ich mir die konservative Utopie. Also meine Frage schließt eigentlich nahtlos daran an. Irgendein kluger Mensch hat mal gesagt, konservativ ist eigentlich nicht derjenige, der etwas bewahren will dauerhaft, sondern der eine Entwicklung, die ohnehin nicht zu verhindern ist, verlangsamen will und der menschlichen Geschwindigkeit anpassen. In einer Gesellschaft, oder bleiben wir dann bei dem Bild des Straßenverkehrs zum Beispiel, in einer Gesellschaft, die sehr eng ist, wo man eng zusammenlebt, da wird man auf einer Autobahn andere Geschwindigkeiten fahren können, als wo die nächste Straßenecke nur 50 Meter entfernt ist. Wenn alle 200 fahren, soweit sie es denn können mit ihrem Fahrzeug, dann ist natürlich Mord und Totschlag vorprogrammiert. Wenn ich das jetzt mal übertrage auf die gesellschaftliche Entwicklung, wird man da nicht vielleicht auch sagen können, zum Beispiel auf die Entwicklung der Migration oder des Sozialstaates, dass wir als Konservative, wenn wir uns so definieren, nicht versuchen müssten, die Entwicklungen, die wahrscheinlich wirklich nicht aufzuhalten sind, wie Migration, vielleicht auch demografische Entwicklung innerhalb des Staates, ein zunehmender islamischer Einfluss, zum Beispiel in Deutschland, wahrscheinlich in weiten Teilen Europas, einer Geschwindigkeit anzupassen, die friedlich gelöst werden kann. Wenn ich zum Beispiel den Libanon sehe, der hatte ja auch mal ein labiles Gleichgewicht, bis die palästinensische Einwanderung begann. Das war ein labiles Gleichgewicht. Mit der palästinensischen Einwanderung wurde es plötzlich dieses Gleichgewicht gestört und es entstand ein Bürgerkrieg. Mit anderen Worten, muss man nicht ganz einfach Entwicklungen, die sich vielleicht andeuten, so strukturieren, dass sie friedlich gelöst werden können. Genügt das nicht vielleicht für die Definition des Konservatismus? Ich weiß, dieser Begriff hat dann keinen heuristischen Wert in dem Sinne, ist nicht philosophisch, sondern mehr was Praktisches. Also den Grundgedanken teile ich voll und ganz. Denn manche Entwicklungen überrennen einen und zerstören das Bestehende und deswegen soll man sie verlangsamen, wenn man sie schon nicht aufhalten kann. Aber so wie Sie das Argument entfaltet haben, besteht Konservativsein einfach im Aufhalten von Entwicklungen und im Verlangsamen. Aber schauen Sie, manche Entwicklung müsste man eigentlich beschleunigen. Die Reformen in der Eurozone, die wären eigentlich dringend notwendig, wenn wir nicht die Altersrücklagen der deutschen Bevölkerung in der Inflation, welche die EZB zu machen geruht, aufbrauchen wollen. Wir müssten Reformen im Institutionensystem der Europäischen Union beschleunigen, damit nicht noch mehr Mitgliedstaaten der Europäischen Union erwägen, sich von ihr abzusondern, wie die Briten. Das heißt, ab und zu gehört zum Aufrechterhalten des Bestehenden auch die Beschleunigung
von Prozessen, die einfach nicht in Gang kommen wollen. Oft besteht der richtige Weg zum Aufrechterhalten des guten Bestehenden darin, Reformblockaden zu lösen. Und das ist der Grund, warum ich meine, dass zwar der Kerngedanke genau der richtige ist, Bestehendes nicht kaputt machen, aber dass nicht nur das Verlangsamen oder Verhindern dazu dient, Bestehendes nicht kaputt zu machen, sondern mitunter auch entschlossenes Umgestalten, Neuern, Reformieren. Und eine meiner Lieblingskurzdefinitionen von Konservatismus lautet dann auch ganz anders als Ihre: Der wahre Konservative ist ein Reformer. Ja, lieber Professor Patzelt, vielen Dank zunächst für Ihre Ausführungen. Ich bin immer wieder etwas gestolpert über Ihre Aussagen zum Christentum. Weniger darüber, dass Sie sagen, das Christentum ist je länger, je mehr eine Antwort auf eine Frage, die immer weniger stellen. Das ist, denke ich, unbestreitbar und das ist auch völlig legitim, das festzustellen. Legitim auch zu fragen, inwieweit dann sozusagen christliches Denken Eingang finden sollte in eine Konservatismus-Theorie, in eine Konservatismus-Begründung, die auch heute tragfähig sein soll. Das nur vorab. Auf der anderen Seite bin ich aber immer wieder gestolpert über die Dichotomie, die Sie aufmachen zwischen konservativem Denken einerseits und christlichem Denken andererseits. Etwas merkwürdig für mich, Sie haben die richtigen Bibelstellen genannt, sind dann aber zu dem merkwürdigen Schluss gekommen, sozusagen die Konservativen müssten dann einen revolutionären Impetus abstreifen. Ich denke, die Bibelstellen, die Sie genannt haben, werden eigentlich in der Theologie letztlich seit der alten Kirche, seit der Spätantike bis in die Gegenwart mit der Zwei-Reiche-Lehre beschrieben, die ja genau die jeweiligen Eigengesetzlichkeiten von weltlicher Politik und christlichem Glauben auch kennzeichnet. Und damit ist auch gesagt, dass man beispielsweise mit der Bergpredigt, Sie hatten das angesprochen, auch nicht Politik machen kann und soll, sondern dass diese Dinge, diese Forderungen, die ethischen Forderungen der Bibel individualethischen Charakters sind, während auf der anderen Seite das weltliche Schwert, das auch in der Bibel bezeugt wird, selbstverständlich dem Herrscher Raum lässt und ihn sogar auffordert, für Recht und Ordnung zu sorgen und letztlich für einen Konservatismus Platz zu verschaffen, wie Sie ihn skizziert haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, besteht diese Widersprüchlichkeit oder diese Reibungsfläche zwischen konservativem Denken einerseits und christlichem Denken andererseits tatsächlich, unbeschadet, wie gesagt, der Frage, dass natürlich die Bedeutung des Christlichen gegenwärtig in Deutschland rückläufig ist. Sie haben völlig zutreffend dasjenige ausgeführt, was ich eigentlich dachte, auch ausgeführt zu haben. Aber scheint es mir das nicht gut genug gelungen. Mein Argument ist, in dieser christlichen Zwei-Reiche-Lehre, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, aber es ist die Aufgabe von Christen in ihrer Eigenschaft als Salz der Erde und so weiter, dafür zu sorgen, dass es hier anders zugeht, als wenn man lediglich so seiner animalischen Existenz nachginge. Diese Spannungsbalance, wie ich es genannt habe, sozusagen die konkrete Utopie, dein Reich komme, wie es im Vater unser heißt, das nicht kurz zu schließen mit dem, was man jetzt durch Koalitionsverträge oder Regierungshandeln oder durch Demonstrieren erreichen kann, nämlich die Spannungsbalance aufrechtzuerhalten. Das ist das Typische im Verbindern von Christentum und westlichem Staat. Mein Punkt war nur der, dass das eine historisch kontingente Verbindung ist. Und ich versuchte zu zeigen, dass es die konservative Grundhaltung längst vor dem Auftritt des Christentums gab und es sie in anderen Kulturen genauso gibt. Die Verbindung zwischen Christentum und westlichem Staat erlaubt wunderbar, Politik und Religion in wechselseitiger Fruchtbarkeit aufeinander zu beziehen, sofern man der Versuchung widersteht, das eine auf das andere zu reduzieren. Denn dann wird man, wenn man das Christentum ernst nimmt, wirklich zu jenem Revolutionär, der wie der Jüngling, der Jesus fragt, was soll ich tun, damit ich vollkommen bin, ich behalte alle Gebote und so weiter, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen. Und er fragt sich dann um Gottes Willen, wer kümmert sich dann um mein Unternehmen? Die Leute werden arbeitslos, wie beliefere ich die Märkte, was passiert dann? Das ist die Logik sozusagen der Welt. Die Spannungsbalance ist das Wichtige. Infolgedessen tun Konservative schon gut daran, die Errungenschaften des christlich geprägten europäischen Staates zu bewahren. Und weil man eine Fassade, hinter der nichts ist, sehr leicht der Verwitterung und dem Einsturz preisgibt, glaube ich schon, dass europäische Konservative gut daran tun, für die Restbestände des Christentums gute Entfaltungsbedingungen zu schaffen, als in Hamburg keine katholischen Schulen einzustellen und so weiter. Aber
Es ist eben das Sichbemühen um eine Spannungsbalance und dann muss man eben auch immer mal so einem Kardinal oder Landeskirchenrat sagen, Freund, du predigst aus einer anderen Welt, in diese Welt, für die bin ich zuständig und an dieser Stelle bitte spar dir deine Floskeln, denn für die reale Politik taugt dieses und jenes nicht, sondern nur für hingabewillig Begeisterte, was dann sehr brutal wäre. Kurzer Überblick über die Frageliste. Zunächst Frau Professor Kirchner, dann Sie, dann Sie, dann kommen Sie, dann hier und dann Sie. Herr Patzelt, Sie hatten als ein Merkmal einer konservativen Haltung die Akzeptanz von Hierarchie bzw. Überunterordnung genannt, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sie führten dann ganz schnell den Islam als ein Beispiel an, der doch auch dieses Merkmal in seiner Haltung beinhaltet, umfasst, nämlich den Aspekt der Überunterordnung zu akzeptieren. Ich meine, dass Sie sehr häufig den Islam immer mit als Beispiel unter anderem bezüglich der Überunterordnung angeführt haben. Ich würde aber meinen, dass der Islam überhaupt nicht konservativ ist, auch wenn er dieses Merkmal hat und diese Haltung vielleicht hervorhebt. Denn für uns in unserem Land würde der Islam revolutionär wirken und jede Ordnung zerstören, die wir haben. Also ich würde da nicht so leichtfertig mit diesen Vergleichen und den Islam immer wieder einzubauen in die Frage des Konservatismus vorgehen, wäre so meine Bitte. Und ich weiß nicht, ob ich da verständlich wurde. Sie sind voll und ganz verständlich geworden. Was ich verstanden habe, ist, dass Sie jetzt in Ihrer Wahrnehmung Dinge miteinander verschraubt haben, die ich bewusst nicht miteinander verschraubt habe. Ich sprach vom Element des hierarchischen Denkens im Konservatismus, weil eben Hierarchie Ordnung verbirgt. Und sobald man Hierarchien ausbaut, zerfallen Ordnungsstrukturen. Deswegen ist konservatives Denken, welches bewährtes Bestehendes auf Dauer stellen will, immer ein hierarchisches Denken. Und mein Argument war, dass man sich hierarchisches Denken nicht nur in den europäischen Kontexten, es gibt den Staat und die Kirche und dann gibt es das spannungsgeladene Verhältnis zwischen geistlicher und weltlicher Macht. Aber in der Religion gibt es die Oberen und die Unteren. Und wo kommt man hin, wenn ein jeder einfach glaubt und lehrt, was er will und man nicht genau weiß, was ist der Kern der Lehre. Und im Staat geht alles drunter und drüber, wenn der Ober den Unter nicht mehr sticht und so weiter. Ich wollte nur sagen, dass außerhalb dieser europäischen Ordnungserfahrung es auch andere gibt. Die konfuzianische und eben die islamische. Dass die Verbindung von verschiedenen Strukturprinzipien oft ins Chaos führt. Das liegt ja auf der Hand. Wenn Sie in eine gegebene Ordnung andere Baupläne einfügen, dann wird diese Ordnung kaputt gehen. Infolgedessen habe ich nicht gesagt, dass wir den Islam nehmen sollten, damit unsere hierarchischen Vorstellungen besser funktionieren. Ich habe nur gezeigt, dass in islamischem Denken sehr viel sozusagen fortschrittswidrige Stabilität, danach gerade Reaktionäres da ist. Wohlgemerkt im historischen Islam, der dann von Napoleon, als er bei den Pyramiden überraschend die große mamelukische Armee schlug, um seine Selbstsicherheit gebracht worden ist. Darf ich eine kleine Korrektur anfügen? Bitte, vielleicht mit dem Mikrofon. Diese kleine Korrektur, diese Vermischung, die Sie jetzt auch ein bisschen lustig hervorgehoben haben, diese Vermischung war nicht meine Absicht, dann habe ich mich nicht korrekt ausgedrückt. Mit der Über- und Unterordnung ist für uns hier in Deutschland zum Beispiel, wenn Islam herangezogen wird, deshalb so gefährlich, weil ja die Überunterordnungsgedanke, der Überunterordnungsgedanke im Islam ganz konkret ist, nämlich die muslimische Bevölkerung ist oben und die christliche Bevölkerung ist unten. Die christliche Bevölkerung hat den Muslimen zu dienen und die Juden erst recht. Und insofern kann man solche Strukturprinzipien nicht so einfach heranziehen und versuchen, Religionen einzubauen oder nicht einzubauen in konservatives Denken. Das meine ich damit. Sie missverstehen mich weiterhin. Mein Argument ist ja gerade, dass konservatives Denken und Religion nicht zwei Seiten der gleichen Medaille sind,
sondern dass religiöses Denken und konservatives Denken unterschiedliche Dinge sind, die zu einer bestimmten Synthese kommen können, eben genau in der christlichen Religion, weil hier der Dualismus angelegt ist, die in anderen kulturellen Settings aber eben nicht zur Synthese kommen. Das ist genau mein Punkt. Religion und Konservatismus haben nichts miteinander zu tun. Ja? Und es ist auch nicht so, als ob jedes hierarchische Verhältnis auch ein freiheitliches wäre. Wie lange hat es in Europa gedauert, um aus den nach der Völkerwanderungszeit mühsam genug wiederhergestellten politischen Hierarchien, um aus denen freiheitliche Verfassungsstaaten zu machen? Das ist in den muslimischen Staaten niemals gelungen. Infolgedessen haben wir an dieser Stelle auch gar nichts zu lernen. Wir haben auch nicht den Islam der muslimischen Staaten zu konservieren. Wir haben unsere freiheitliche Ordnung zu konservieren. Aber zum Habitus des Konservativen gehört nun einmal das Denken in Hierarchien. Und die islamischen Staaten waren nicht zuletzt deswegen so resilient gegenüber Wandel, weil sie eben dieses starke konservative Element hatten. Wir lernen aus den Erfahrungen, die der Islam, die der Prophet gemacht hat. Wir beharren auf unseren hierarchischen Vorstellungen. In Europa sind wir viel prekärer. Schauen Sie, der europäische Konservatismus prägt sich erst aus, als das Hinterfragen der bestehenden Ordnung über Aufklärung, französische Revolution, ein Problem schafft. Dieses Problem ist im historischen Islam niemals aufgetaucht. Es taucht erst jetzt auf, wo Muslime in westlichen Gesellschaften leben und ein Teil von denen versucht, Glaube und westliche freiheitliche Ordnung miteinander zu verbinden. Hier stehen wir am Beginn eines Experiments ungewissen Ausgangs.